Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr in Magento Preisregeln verwaltet. Und zwar unter Preisregeln gibt es zwei verschiedene Arten, nämlich Katalogpreisregeln und Warenkorbpreisregeln. Die Katalogpreisregeln bestimmen Preisregeln, die man auf Produkte im Produktkatalog anwenden kann, wie zum Beispiel Rabatte aufgrund von einer gewissen Menge oder von einer gewissen Kundengruppe. Die Warenkorbpreisregeln sind jene Regeln, die erst im Warenkorb zum Einsatz kommen. Also wenn man zum Beispiel einen Gutscheincode hat oder wenn man mehrere Artikel in einem Warenkorb hat, die einer gewissen Kategorie entsprechen, dann kann man die mit besonderen Aktionen versehen. So eine Warenkorbregel werden wir jetzt gleich mal anlegen. Einfach rein auf Warenkorbregeln und dann kann man hier einfach unter Neue Regel eine aktivieren und da sagen wir jetzt zum Beispiel Willkommensgutschein. Wir gehen davon aus, dass ein Newsletter verschickt wird mit einem Willkommensgutschein drinnen, den der User einmal einlösen kann. Man kann hier dann gleich mal wählen, ob der Coaching-Code aktiv sein soll, dann welche Kundengruppen erlaubt sind, den Code einzulösen. Wichtig ist hier zum Beispiel, dass man auch, wenn man jetzt wirklich den Gutscheincode für alle verwenden möchte, not logged in auswählen, weil die meisten Kunden zu dem Zeitpunkt, wo der Gutscheincode eingegeben wird, noch nicht angemeldet sind. Wenn man jetzt aber zum Beispiel einen Wiederverkäufer hat und der Wiederverkäufer und nur für den gilt, dann wird man nur zum Beispiel jetzt die Händler oder Wiederverkäufer aktivieren. Also je nach Kundengruppe. In dem Fall gilt dieser Gutscheincode für alle. Er gilt mit eingegebenen Rabattcode und da kann man jetzt einfach einen Rabattcode angeben, den man verwenden möchte. Man kann aber auch zum Beispiel den Assistent zur Erstellung von solchen Gutscheincodes verwenden, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Rabattcodes vergeben möchte oder nutzen möchte oder jeden Rabattcode zum Beispiel nur einmal verwenden möchte. In dem Fall lassen wir den Rabattcode unbegrenzt verwenden, aber nur einmal pro Kunde. Also wenn wir hier nichts reinschreiben, gilt er unbegrenzt, aber er gilt nur einmal pro Kunde und er gilt nur von heute bis zum Beispiel Ende April, wenn man das als Aktion hat. Man kann den dann auch öffentlich im RSS-Feed anzeigen und man kann auch eine Priorität vergeben. Wenn man nämlich erlaubt, dass mehrere Rabattcodes hintereinander eingelöst werden, dann gilt diese Priorität in der Berechnung. Das heißt, wenn man zwei Rabattcodes hat, dann wird zuerst der mit Priorität 1 abgezogen und erst im Anschluss der mit Priorität 2. In dem Fall vergeben wir nichts, weil wir wollen ja ohnehin nur einen Rabattcode zulassen. Dann geht es zu den Bedingungen und hier kann man ganz feste Regeln knüpfen, wann denn dieser Gutscheincode eingelöst werden kann. In dem Fall werden Sie jetzt halt so machen, dass er wirklich immer für alle Warenkörbe gilt, dann lasse ich einfach die Bedingung oder die Regel komplett frei. Aber nur zum Veranschaulichen, wenn man hier auf Plus klickt, dann kann man einfach eine Bedingung auswählen, zum Beispiel nur dann, wenn die Zwischensumme größer gleich 50 ist. Dann wäre es so, dass nur dann der Code gilt, wenn auch die Zwischensumme des Warenkorbs größer oder gleich 50 ist. Und das kann ich bis in die Tiefe spielen. Ich kann es an verschiedene Bedingungen knüpfen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, wenn die Zahlart Kreditkarte ist, dann nur dann gilt dieser Code. Gut, in dem Fall haben wir gesagt, wir wollen den Warenkorb für alle Warenkörbe das gelten lassen. Also lassen wir es frei und dann kommen wir zur Aktion. Hier entscheide ich mich, auf was ich das anmelden möchte. Prozentueller Rabatt auf jeden Artikel, einen festen Betrag je Artikel, ein fester Betrag für den gesamten Warenkorb oder X kaufen und Y kostenlos bekommen. Also ein Produkt X wird gekauft, das hätte ich dann hier unter den Bedingungen
gemacht, beziehungsweise hier bei Regeln nur auf Artikel im Warenkorb handeln, die folgende Kriterien erfüllen oder eben mit dem prozentuellen, mit dem festen Betrag auf den gesamten Warenkorb. Das machen wir in dem Fall. Fester Betrag sind zum Beispiel, also fester Betrag wäre wirklich nur ein fester Betrag. Wir möchten hier prozentuell was machen, prozentueller Rabatt je Artikel, der im Warenkorb drinnen liegt, von 15%. Ich kann die Maximalmenge an rabattierten Artikeln jetzt noch festlegen, beziehungsweise kann ich auch entscheiden, ob der Rabatt auch auf Versandbetrag und so weiter gelten soll. Und die Regelausführung nach dieser Regel stoppen kann ich hier auch aktivieren. Damit ist wirklich nur ein Rabattcode gültig. Außerdem kann ich noch die Regel auf Artikel beschränken. Funktioniert gleich wie bei den Bedingungen. Ich gehe hier rein und sage, das gilt nur dann, wenn die Menge im Warenkorb mehr als 2 Artikel sind oder der Preis im Warenkorb größer als 50 ist oder Zeilen im Warenkorb, beziehungsweise nur wenn die Kategorie XY verwendet wurde, also wenn ein Artikel aus einer gewissen Kategorie wie zum Beispiel Abverkauf oder so drinnen ist. In dem Fall lassen wir es frei und dann bezeichnen wir das Ganze noch, das ist der 15% Willkommensbonus. Wenn man das jetzt frei lasst für die Store-Views, dann wird natürlich immer diese Standardbezeichnung genommen. Wir speichern diesen Rabattcode und schon ist er aktiv. Wenn wir jetzt einen Shop besuchen oder den Shop besuchen, und einen x-beliebigen Artikel in den Warenkorb geben, dann geben wir den Rabattcode ein, einfach Enter klicken und schon wird der Preis neu berechnet und man sieht schon, der Rabatt 15% Willkommensbonus ist hier mit minus 11,25 aktiviert, also 15% der Zwischensumme. Und genauso wie wir das jetzt mit den Preisregeln für den Warenkorb gemacht haben, können wir das natürlich auch für den Katalog machen. Auch hier gilt das gleiche Prinzip. Ich lege eine neue Regel an, bezeichne diese, wähle aus, für wen und von wann bis wann es gilt und kann dann Bedingungen erstellen, wie zum Beispiel für welche Kategorie diese neue Regel gilt und welche Aktion ich machen möchte. Und das wird dann immer gleich automatisch angewendet, also ohne irgendwas gesondert im Warenkorb auszufüllen, sondern das gilt halt zum Beispiel für die komplette Produktgruppe Flugzeuge, möchte ich von den ganzen Monat 10% Rabatt, dann steuere ich das über Katalogpreisregeln. Gut, ich wünsche viel Erfolg mit den Preisregeln, mit Rabattieren, mit den Gutscheinen. Viel Erfolg und toi toi toi.